Hört alle her, denn ich erzähle euch jetzt, was draußen nachts uns alle entsetzt. Denn spät nach Mitternacht treffen Geister sich dort. Sie halten gern Treffen ab an diesem Ort. Wesen mit Hörnern, riesengroß und solchen Fängen beispiellos. Manche fett oder dünn gebaut. Und manche tragen nicht mal ihre Haut. Aha, den möchte ich sehen, der jetzt noch lacht. Beim Anblick dieser gruseligen Nacht. Ja, die Geister spuken um Mitternacht. Und dann wird teuflisch laut gelacht. Ha, die sind schlimm, doch noch schlimmer ist dieser kopflose Reiter, wie ihr wisst. Geht auf die Nacht in der düsteren Nacht. Ja, er reitet gerne übers Land und hält den Schädel in der Hand. Stöhnend werden Dämonen bleich und wenn sie ihn sehen, dann fliehen sie gleich. Geht auf in der Nacht, er kommt allein. Alle fürchten diesen Spuk im Land. Dieser Geister ist noch nicht gebannt. Denn heute sucht er wieder einen Kopf und köpft wieder einen armen Tropf. Schon längst ist er seines Kopfes leid und wär zu einem Tausch bereit. Jährlich sucht im Wäldchen hier er nachts nen Kopf, ja, das wissen wir. Und ob klein, ob groß, er will einen Schopf. Ob kurze Haare oder Zopf, schwarze, weiße, jeden Tropf. Der kopflose Reiter braucht einen Kopf mit einem Klick-Klapp und einem Hoppeli-Hopf. Er köpft einem armen Tropf den Schopf. Sicher ist weder Maus noch Mann gegen ihn noch ein kluger Plan. Und zweifelt ihr, es ist doch wahr, ich traf den Spuk erst vor einem Jahr. Doch ich riskierte keinen zweiten Blick und floh Richtung Fluss über die Brück. Denn wer die Brücke überquert, Recht des Geistes Gott noch erwehrt. Drum, wenn ihr reitet in der Nacht, zur Brücke flieht mit aller Macht, er ist schon im Wäldchen dort. Nehmt euch in Acht vor diesem Ort. Mit nem Klipp-Klapp und nem Hoppeli-Hopf, er köpft einem armen Tropf den Schopf. Sicher ist weder Maus noch Mann gegen ihn doch ein kluger Plan.